Hi, mein Name ist Sarah und ich bin 17 Jahre alt. Dieser Vorfall ereignete sich allerdings, als ich 14 war. Ich lebe in Australien und obwohl ich hier geboren wurde, kommt meine Familie ursprünglich aus dem Mittleren Osten. Eines Abends war ich allein in meinem Zimmer und scrollte auf dem Handy. Es war still im Haus, doch dies fiel mir nicht besonders auf, da es öfter vorkam, wenn meine Familienmitglieder ihren eigenen Hobbys nachgingen. Es war beinahe 21 Uhr, als ich ein Geräusch aus dem Wohnzimmer hörte. Ich ignorierte es. Der Lärm hielt jedoch einige Minuten lang an. Dann konnte ich plötzlich lautes Stapfen im Flur vor meiner Tür hören, so als würde jemand im Haus etwas suchen. Ich bekam langsam ein ungutes Gefühl, als das Geräusch plötzlich stoppte. Ich schaute auf und sah einen Schatten vor meiner Tür. Ihr müsst wissen, dass ich damals keinen Schlüssel für meine Zimmertür hatte. Meine Eltern meinten, dass ich keinen brauchen würde. Das Flurlicht war eingeschaltet und ich konnte genau erkennen, dass ein Schatten vor meiner Tür stand und abwartete. Ich bekam Angst. Normalerweise hätte ich einfach die Tür geöffnet und gefragt, was die Person von mir wolle. Doch diesmal sorgte mein schlechtes Gefühl dafür, dass ich sitzen blieb. Ich beschloss, meinen Vater anzurufen, um zu sehen, ob er zu Hause war. Als er antwortete, hörte ich Personen, die sich im Hintergrund unterhielten. Ich wusste also schon, dass er nicht da war. Bist du zu Hause? Nein, ich bin bei deiner Tante. Wieso? Was ist los? Ich wollte ihm keine unnötigen Sorgen machen, also antwortete ich: Nichts ist los, ich habe ja nur gefragt. Kurz darauf legte ich auf und rief dann meine Mutter an. Nachdem sie den Anruf angenommen hatte, fragte auch sie sofort, was los sei. Was ist denn? Fragte sie. Bist du zu Hause? Fragte ich und löste meinen Blick von den Stiefeln. Nein, deine Geschwister wollten deine Cousins besuchen. Ich habe sie hingefahren. Warum? Ich hatte wirklich Angst, war aber auch unsicher. Ich sagte ihr einfach, dass sie bitte schnell wieder nach Hause kommen sollte, da ich nur ungern allein war. Nachdem ich aufgelegt hatte, schaute ich wieder hinüber zur Tür. Die Schuhe und der Schatten waren nicht mehr zu sehen. Ich zitterte und wusste nicht, was ich tun sollte. Allein in meinem Zimmer hatte ich nichts, mit dem ich mich hätte verteidigen können. Und ich konnte noch nicht einmal abschließen. Daher rief ich meine Freundin an. Und sie blieb in der Leitung, bis es im Haus wieder still wurde und meine Mutter endlich heimkam. Als ich ihr die Tür öffnete, erzählte ich ihr sofort alles, was passiert war. Sie begann sofort, das Haus zu durchsuchen. Alles war normal. Das Einzige, was uns auffiel, war, dass das Fenster in der Wäschekammer weit aufstand. Meine Mutter hatte es nicht offen gelassen. Meine Eltern achteten darauf, alle Fenster wieder fest zu verschließen. Als auch am Folgetag nichts weiter passierte, vergaßen sie den Vorfall schnell wieder. Es ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich werde ganz sicher niemals vergessen, dass jemand oder etwas im Haus war und vor meiner Zimmertür gestanden und abgewartet hat. Soweit ich mich erinnern kann, passierte es im Jahr 2007. Damals war ich 11 Jahre alt und machte mit meiner Familie Sommerurlaub in Sri Lanka. Es war ein ganz normaler Urlaub. Wir besuchten Familie und genossen das gute Essen. Mit meinem Onkel, meiner Tante und meinem Cousin zusammen fuhren wir mit dem Auto durch das Land. Unser Ziel war ein Tempel an der südöstlichen Küste des Landes. Dort angekommen beteten wir, fütterten die heiligen Kühe und aßen das großartige Essen, das im Tempel angeboten wurde. Mein Vater schnitt sich im Zuge eines Rituals sogar die Haare. Es sollte Glück bringen. Wir hatten also einen schönen Tag und machten uns keine Sorgen. Als es langsam Abend wurde, begann mein Vater und mein Onkel nach einem Hotel zu suchen, in dem wir übernachten können. Wir wollten uns vor der langen Rückfahrt am frühen Morgen gut ausruhen. Die beiden fanden ein Motel. Es lag jedoch etwas außerhalb. Die Gegend um das Motel herum war unglaublich trocken. Ich erinnere mich noch gut an die staubige Erde. Hinter dem Gebäude begann ein Weizenfeld, das ins Nichts zu führen schien. Dafür, dass das Motel so abgelegen war, war der Bau in einem überraschend guten Zustand. Wir bekamen zwei Zimmer. Sie lagen im fünften, dem obersten Stock. Meine Familie teilte sich ein Zimmer. Genauso tat es auch die Familie meines Onkels. Unser Zimmer war recht klein. Doch wir passten zu fünft gerade so hinein. Es gab ein großes und ein Einzelbett. Direkt vor den beiden Betten stand eine Kommode, auf welcher sich ein Fernseher befand. Neben dem großen Bett befand sich das kleine Fenster. Nachdem wir uns um die Zimmer gekümmert hatten, gingen wir zurück in die Stadt, um Abend zu essen. Um etwa 10 Uhr abends gingen wir wieder ins Motel.
Meine ältere Schwester, sie war damals 19, quetschte sich zusammen mit meinem 9-jährigen Bruder in ein Bett. Meine Eltern teilten sich das andere. Wir waren alle unglaublich müde und erschöpft von der Hitze. Daher hofften wir, die Nacht durchschlafen zu können. Da wir am nächsten Morgen schon früh starten wollten, sagte unsere Mutter uns, dass wir sofort versuchen sollten zu schlafen. Später, ich denke, es war so gegen Mitternacht, hörte ich ein Geräusch aus dem Dunkel. Es kam vom anderen Ende meines Bettes, also von dort, wo die Kommode stand. Der Mond schien in dieser Nacht sehr hell. Ich konnte also etwas erkennen. Ich sah meinen Vater, der anscheinend etwas aus seinem Portemonnaie nahm. Natürlich dachte ich mir nichts dabei. Doch ich fragte mich, warum er es ausgerechnet mitten in der Nacht tun musste. Natürlich konnte ich nicht besonders viel erkennen. Nur meinen Vater, der vor der Kommode stand. Ich schlief wieder ein. Plötzlich wachte ich durch einen lauten, schrecklichen Schrei meiner Tante wieder auf. Ich schaute nach links und sah, dass meine Eltern nicht mehr in ihrem Bett waren. Während meine Tante im Nebenzimmer schrie, kam meine Mutter plötzlich zurück ins Zimmer. Sie nahm ihre Hochzeitskette ab und warf sie unter das Bett. Ihr müsst wissen, dass eine Hochzeitskette in unserer Kultur dasselbe ist wie ein Hochzeitsring. Sie ist heilig, handgearbeitet und sehr wertvoll. Meine Mutter ging zurück zu meiner Tante. Als ich nach rechts schaute, sah ich, dass meine Geschwister auch wach waren. Ich fragte meine Schwester, was denn bloß los sei. Doch sie wusste es nicht. Sie versuchte, uns zu beruhigen. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich große Angst hatte und schrecklich fror. Wir alle zitterten vor Angst. Nach etwa 5 Minuten kam meine Mutter zurück und erklärte, dass wir keine Angst zu haben brauchten. Wir weinten zwar nicht, jedoch konnte ich unsere Herzen laut schlagen hören. Ich weiß nicht, wie es im Rest des Westens ist, doch wir kommen aus der Schweiz. Wir waren es nicht gewohnt, wie laut Frauen aus Sri Lanka und Südindien im Allgemeinen weinten. Es war wirklich schrecklich. Uns als Kinder machte es große Angst. Wir waren an das herzzerreißende Schluchzen und Weinen meiner Tante einfach nicht gewöhnt. Zusätzlich hatten wir keine Ahnung, was überhaupt los war. Das machte es noch schlimmer. Nach etwa einer Stunde schliefen wir wieder ein. Unsere Mutter hatte uns darum gebeten. Als ich am frühen Morgen aufwachte, hörte ich meine Eltern über die Geschehnisse der Nacht sprechen. Auch meine Schwester wachte auf und fragte, was los war. Endlich erzählte meine Mutter es uns. In der Nacht war ein Einbrecher in das Zimmer meines Onkels geklettert, das direkt neben unserem im 5. Stock lag. Er stahl die Hochzeitskette meiner Tante, die etwa $5,000 gekostet hatte, und außerdem den Schlüssel des Vans. Mein Onkel war von einem Geräusch aus dem Bad wach geworden und hatte gesehen, wie der Einbrecher gerade versuchte, wieder hinauszuklettern. Als mein Onkel ihn packen wollte, stürzte der Einbrecher. Irgendwie überlebte er und schaffte es sogar, durch das Weizenfeld zu flüchten. Mein Onkel hatte gesehen, dass er auf seiner Flucht humpelte. Sie liefen ihm durch das Feld nach, konnten ihn jedoch nicht finden. Der Mann war verschwunden. Und auch die Polizei konnte nicht helfen. Glücklicherweise hatten wir noch einen zweiten Autoschlüssel dabei. Wir packten unsere Sachen und fuhren sofort nach Hause. Vorher schaute sich mein Onkel nochmals überall gründlich um. Er hoffte, dass der Einbrecher die Kette vielleicht verloren hatte. Doch dem war nicht so. Wir konnten nichts finden. Meine Tante war sehr traurig und sprach auf der Rückfahrt kaum. Der Vorfall hatte sie traumatisiert. Als mein Vater während der Rückfahrt in sein Portemonnaie schaute, merkte er, dass ein kleines Foto von seinem Vater fehlte. Genau wie auch all sein Bargeld. Endlich verstand ich, dass der Mann vor der Kommode nicht mein Vater gewesen war, sondern der Einbrecher. Ich möchte nicht wissen, was wohl passiert wäre, wenn der Mann gemerkt hätte, dass ich ihn beobachtet hatte. Ich bin froh, dass es dunkel war und er mich nicht sehen konnte. Gleichzeitig finde ich es wirklich gruselig, dass es tatsächlich derselbe Mann gewesen war, der später die Hochzeitskette meiner Tante und die Schlüssel gestohlen hatte. Seitdem überprüfe ich immer, ob die Fenster und Türen meiner Hotelzimmer wirklich fest verschlossen sind.